begrüße euch zu einer weiteren Folge. Mein Memory of Us. Ich glaube, wir müssen zum Opa. Nächste Folge war sehr düster. Ja, genau, du wurdest rot eingetaucht. Und wenn ich jetzt schon... Oh, ich... Okay, nehmt euch an die Hand. Ich will jetzt gar nicht sagen, was ich von deiner Idiote halt. Sorry. Guck mal, die lachen so aus, als sie rot sind. Ich finde, so habe ich auch mein Kind erzogen. Jeder Mensch hat es verdient, mit Respekt behandelt zu werden. Achtung. Und jeder hat seine Gründe für irgendwas, für irgendeine Meinung oder für irgendwas. Aber ja, leider können das die wenigsten und das ja, hat die letzte Zeit bewiesen. Guck, wenn ich schon wieder sehe, keine Roten in der Gaststätte erlaubt. Ich würde denn so am liebsten so eine schieße. Natürlich gibt es Ausnahmen und nicht jeder Mensch hat Respekt verdient. Ich sag mal, die wohl mit der Machete durch die Großstadt rennen, ganz bestimmt nicht. Die schließe ich dort davor aus. So, genug Politik, das wollte ich eigentlich nie erwähnen. Wir händeln betrunkene Roboter. Ey, das wäre die Idee. Wir machen die einfach alle betrunken. Und dann kriegst du das nicht mehr mit, oder? Ich fange mit 3a. Keine Ahnung. Okay. 5? Okay. 3, 5. So, rein theoretisch müsste man jetzt auf die linke Seite, oder? Oh! Glücksgriff! Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck. Und du bist weg. Okay. 3, 5. Ja, war Hit-You-Klick. Hit-You funktioniert, Kinder, oder? 3, 5, 5, 4. Ich vermute die Linksseite. Oh! 3, 5, 5, 4, 4. So, okay. Was für ein Prinzip ist denn das jetzt? Warte. Ist noch irgendein Muster? 3, 5, 5, 4, 4. Ich weiß es nicht. Oh, sehr gut. Wir probieren nochmal das Zufallsprinzip. Ene, mene, Mist. Okay. Du bin ich erstaunlich gut durchgekommen. Okay, ein Schraubenschlüssel. So, jetzt geht das bestimmt besser noch, den Abbruch huscht. Raus, du. Boah, ist das düster. Der Roboterkönig hat gewonnen. Ja, so sieht es jetzt so auch aus in dieser Stadt. Grauenhaft. Okay. Komme ich jetzt an dem vorbei? Oh, der lässt mich einfach vorbei. Wieso das? Keine Roten erlaubt. Aber ich sehe jetzt auch keinen... Da lag... Der Obdachlose Mola, erinnert ihr euch, dass ich mal mit dem Zug fahre? Na super. Okay, warte mal. Was passiert? Aha. Ich habe eine Idee. Klappe hoch. Wahrscheinlich. Lasst euch erstmal los. Charakterwechsel. Wahrscheinlich. Oh, Sekunde. Okay, kurze Störung. Mein Hund gibt. Weiß nicht, was die halt in die Quare ist. Okay. Warte mal, jetzt muss ich wahrscheinlich mal gucken, wie es da ohne weitergeht. Ah, ich habe eine Idee. Ah, ok.
Okay. Charakterwechsel. Perfekt. Also muss ich wieder. Das verwirrt mich ein bisschen mit dem Charakterwechsel. Sehr gut, wieder vereint. Wenn sie uns oben nicht wollen, dann gehen wir einfach unrum. Die Idee finde ich gut. Bin nur gespannt, was uns da unerwartet. Okay, durch den Lüftungsschacht. Du, kann ich dir was auf die 12 hauen? Dann kann ich. Erleichtert das wahrscheinlich. Okay, rotes Rad. Du dreh mal. Jetzt schimpft der Opa, dass er Gewächshaus gießt. Okay, ich verstecke mich nur. Ach, was ein Glücksgriff. Ah, okay, die kann ich alleine nicht bewegen. Okay. Ja, lass los. Okay. Das passiert, wenn man die falsch. Ah, ich schließe mal einfach. Uff, genau. Ja, Moment. Sie muss wahrscheinlich. Junge, 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 Junge. Gehen die mit Menschen um? Aber wir sind schlauer wie du, Roboter. Oder? Ja, ne? Definitiv. Gibt immer einen Weg, man muss nur wissen, wie. Das beste Beispiel dafür. Hallo Opa, gieß weiter. So, okay, jetzt müssen wir wohl die Kiste bewegen. Ach so. Damit wir vorbeikommen für Donau. Tschüss. Ich glaube, ich wechsle nur den Charakter zu ihm, dass wir uns ducken können. In die richtige Rotlichtlampe, gell? Oh, wieso bin ich denn jetzt allein? Würdest du mal mit mir gehen? Hallo? Okay. Zählst du die Grashalme? Warte, er dreht sich um. Oh, das ist noch einer. Oh. War schon ein Problem. Schalt mal die Rotlichtlampe aus, Mensch. Er holt uns. Okay. Ach, das ist doof. Klappe die dritte. Oder vierte? Keine Ahnung. So. Mist. Hast du ein Problem? Suchst was? Wird schon aufhören, die Grashalme zu zählen und ich ziehe bitte so leicht nach links. Bitte. Muss ich da durch? Nee. Oh Mist. Schnell. Ups. Wahrscheinlich muss ich so durch. Ah, oh, der Evil left noch einer. Nein, 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 nein. Oh, weg, 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 weg. Cool.
Das war Rettung in letzter Sekunde. Wo springt ein Junge Fußball im Park? Für die Nicht-Roten normales Leben. Finde ich echt interessant gemacht. Okay, raus. Weiter. Oh ne. Oh. Diesmal hat es nicht gesehen. Aber wie mache ich das? Oh. Verstecke. Kann ja ich mal noch links verziehen. Suchen uns mal links, bitte. Tatsache. Ab. Oh, nochmal so ein Kollege. Okay. Da wurde sowas auch schönes rotes hängen. Das würde ich mir gern holen. Hey! Dankeschön! Ciao, ciao, Kakao! Space. Was ist denn das für seltsame Maschine? Strom? Ein Generator sein? Tatsache. Ich muss den bestimmt blenden, dass er mich nicht sieht, oder? Warte. Genau. Das könnte funktionieren. So, jetzt nochmal. Ja. Nice. Komm, dreh dich nochmal um. Hehe. Und ab. Der Schelp schimpft uns. Ich will gar nicht loslassen. Ciao, ciao. Mutz noch. Ja, ja, ja. Mutz weiter. Die bewegen sich irgendwie nicht wirklich von ihrem Posten weg, ne? War das der End? Okay. Warum habe ich mich nie geduckt? Ich war jetzt zu übereifrig. Ach nee, oder? Das ist ja jetzt nicht dein Ernst. Okay, aber wir wissen ja, wie es geht. Ja, mit dem Imbus. Dass man das dann so weit noch rum machen muss, obwohl das eigentlich schon geklappt hat. Okay, aber wir wissen ja wie. Zack, Lampe versenke. Jawohl. Charakter wechseln. Und Blende. Warum magst du das nicht? Hopp, dreh dich, komm. Müsste passen. Sehr gut. So. Jetzt brauchst du Rotlichtlampen nicht zu benutzen. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Was ist Napoleon? Und der Donald Duck, habe ich richtig gesehen? Aber was habt ihr gesehen? Guck mal, die transportieren alle Statuen ab. Was soll denn das?
Pferd geduckt. Uff. Uff. Wir sind da Ende der Dreieck in der anderen Kreis. Und der rote Hose wahrscheinlich unseren Donutverkäufer. Oh, die Fieslinge. Okay. Solche Fieslinge. Aha, ich kann die du ausschalten. Sehe ich das richtig? Okay. Ah, jetzt ist der A. Okay, das heißt, wo die 1 ist, muss eine 0 hier. Warte, ich teste. Ha, witzig. Können wir die nicht einfach alle ausschalten? Wäre doch eine Idee. Jetzt machen wir nur die 0 noch vorne. Hoch. Ohne, ohne. Der Donutverkäufer, der ist auf jeden Fall, muss er hoch. Ah, yes. Sehr gut. Gehen wir mal zu unserem Donutverkäufer. Gucken, wie er sich freut. Ach, guck mal, wenn er fährt, sieht man die rote Hose nicht. Das ist ja gut. Interessant. Was mich interessieren wird, ist das Prinzip noch, dem die auswählen. Warum ist er keiner von der Rote? Verstehe ich jetzt auch nicht. Aber okay, wir sehen uns bei der Verfolgungsjagd. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.